Ich bin ganz, ganz stark Verfechter davon, wenn man ein gutes Wettbewerbsprojekt entwickeln will, dann braucht es den Architekt, den Statiker und den Haustechniker, den Gebäudeingenieur, Energietechniker. Die drei Sparten braucht es. Wenn man da eins muss nachher reinflicken muss, sieht man das am besten Projekt leider dann später in aller Regel an. Das ist aber eine konzeptionelle Ebene, die hat aus meiner Sicht eben nichts oder nur wenig mit Digitalisierung zu tun. Das Konzept muss man zusammen entwickeln. Es macht aber keinen Sinn, als Gebäudetechniker ein Modell, also eine effektive Planung, ein Modell entwickeln, bevor der Architekt nicht einen gewissen Stand erreicht hat. Dass der Architekt aber diesen Stand erreichen kann, braucht er eine profunde Beratung von Anfang an vom Energieingenieur. Wenn wir anfangen von Optimieren schwätzen, dann ist in der Planung, in der Erstellung, haben wir dann irgendwann die Zitronen ausgepresst. Und das Grosse, was vor uns steht, ist dann die effiziente Art und Weise, etwas zu betreiben, über vielleicht 40 Jahre oder 20 Jahre schon nur. Wir haben heute die Vertragszusätze gesehen, die der SCA jetzt publiziert hat, die zum Thema BIM sind. Und dort drin kommt das ganz stark zum Vorschein. Der Bauherr muss in der Lage sein, zu formulieren, was er für Informationen braucht, die er weiterverwenden will. Also der Bauherr wird in Zukunft auch weiterhin sehr stark gefordert sein. Aber er müsste auch ein grosses Interesse daran haben, weil er schlussendlich in der Betriebszeit des Gebäudes in der Lage wäre, einen grossen Nutzen daraus zu ziehen.